Bald wird es wieder heißen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Die Stadt Bruck an der Mur hat sich für die heurige Waldweihnacht einiges einfallen lassen und gab dies bei einem Pressegespräch bekannt. Man hat bei der Pressekonferenz gehört, man plant seit Wochen. Was ist dabei herausgekommen? Was ist herausgekommen? Das, was die Bundesregierung gestern in ein Gesetz sozusagen verfasst hat, in einen Erlass verfasst hat, die 2G-Regelung ist jetzt einzuhalten, auch bei der Waldweihnacht in Bruck an der Mur. Aber ungeachtet dessen haben wir natürlich seit Wochen und wir sagen seit Monaten am Programm gearbeitet. Das heißt am Musikprogramm, am gastronomischen Programm, aber auch am Kinderprogramm. Und das haben wir jetzt noch kurzfristig nachjustiert. Ich kann sagen, hier in Bruck wird ein sehr umfangreiches Programm warten auf die Familien. Das heißt, wir werden einen Bummelzug haben, wir werden ein Riesenrad haben, wir werden Ponyreiten anbieten, aber wir werden auch Kulinarik anbieten, vom Flammlachs über Kesselgulasch bis hin zu Brucker Burgern. Also es wird hier einiges geben. Natürlich, Glühwein und Punsch gehören immer dazu. Es wird auch was Süßes geben. Und da haben wir in den vergangenen Wochen wirklich massiv gearbeitet. Ich muss da meinem Team danken, die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Und wir haben ein Musikprogramm mit über 25 Musikgruppen, die in den Adventwochenenden hier dann in Bruck an der Mur entsprechend für musikalische Stimmung sorgen werden. Und der Hauptbereich wird am Hauptplatz sein? Natürlich, der Hauptplatz ist wieder unser Kernthema rund um den Christbaum. Diesmal aus dem städtischen Forst kommen wird, werden wir das Weihnachtsdorf aufbauen. Wie gesagt, mit 2G-Kontrolle, das heißt Zutrittskontrolle, aber ansonsten innen mit den bekannten Feuertonen, mit den Stehdecken und allem, wie man es kennt von der Brucker Waldweihnacht. Gemütlich, urig, aber trotzdem mit einem entsprechenden Niveau. Die Stadt Bruck an der Mur wird heuer auch in einem neuen Licht erstrahlen, denn die Verantwortlichen setzen dabei auf neueste Technik. Die gesamte Beleuchtung ist neu. Das heißt, wir haben uns getrennt von den kalten Farben, die damals entschieden worden sind. Und wir haben in Summe jetzt 6 unterschiedliche Motive, die in den Straßen zum Flanieren neu montiert werden. Von den Kosten her ist es so, dass wir auch mit der Beleuchtung, obwohl Erweiterungen am Schlossberg und am Läufer geplant sind und umgesetzt werden, haben wir trotzdem eine minimierte Leistung. Das heißt, wir kommen über die komplette, mit der kompletten Weihnachtsbeleuchtung mit unter 8000 Watt Leistung aus. Und das ist absolut eine tolle Lösung, was nur mit LED-Technik, mit der modernsten LED-Technik möglich ist. Auch der Bürgermeister zeigt sich erfreut und zufrieden über das Programm, aber auch die Lichttechnik, die die Stadt in eine besinnliche, vorweihnachtliche Atmosphäre tauchen wird. Ich glaube, eine wirklich wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung, die besinnlich ist, die schön ist, die durchaus auch was hermacht. Also da freue ich mich schon, wenn wir es in Betrieb nehmen. Dann wird es einige neue Punkte geben, die wir beleuchten. Den Läufer auch ein bisschen was im Schlossberg machen. Also wir werden für eine besinnliche Stimmung sorgen und gleich wird auch unsere Waldweihnacht stattfinden. Dort gibt es ein Riesenrad, also wirklich vieles, was neu ist, was anders ist. Und wir schauen, dass wir es diesmal wirklich sehr, sehr besinnlich, sehr, sehr ruhig machen. Natürlich auch im Einklang mit den Corona-Regeln. Aber man kann sagen, alle herzlich willkommen in Bruck an der Mur. Also ein herzliches Willkommen für alle, sofern sie genesen oder geimpft sind. In einer 5 Minuten Pause hofft sie auf ein bisschen Ruhe. Sie ist seit Tagen wach, ein Wunder, wie es das schafft. Doch irgendwann sagt sie, wird alles gut. Seine schwarmierten Augen haben lang kein Tageslicht mehr gesehen. Er macht seit Wochen durch, hat fast sein Kaum verloren. Doch irgendwann sagt er, wird schon vergehen. Ja, es gibt so viel Leid, über den keiner Lieder schreit. Heimliche Helden retten die Welt und so ein Kaputt. Heimliche Helden machen die Welt ein besseren Ort. Heimliche Helden sterben nicht aus, sind da, wo man's braucht, gib niemals auf. Keine Altbauwohnung, sind die Vorhänge immer zu. Denn meistens kommt sie heim, hol ihr die Sonne versammt und die Kinder schlafen lang schon gut.
Die Jungen stecken auf 12, bald hat er 48 Stunden. So nimmt die Nacht ihren Lauf und er nimmt alles in Kauf. Doch Geld ist sicher nicht der Grund. Ja, es gibt so viel Leid, über die keiner Lieder schreit. Heimliche Hürden retten die Welt und sogar Wort. Heimliche Hürden machen die Welt ein besseren Ort. Heimliche Hürden sterben nicht aus, sind da, wenn man's braucht, geben niemals auf. Heimliche Hürden hört oft ein Leben lang kein Applaus. Ich singe lieber nur die gleichen, die gleichen nicht im Mittelpunkt. Und die noch richtig Geschichten schreiben, verschwinden meist im Hintergrund. Heimliche Hürden retten die Welt und sagen kein Wort. Heimliche Hürden machen die Welt ein besseren Ort. Heimliche Hürden retten die Welt und sagen kein Wort. Heimliche Hürden machen die Welt ein besseren Ort. Heimliche Hürden sterben nicht aus, sind da, wenn man's braucht, gib niemals auf. Heimliche Hürden hört oft ein Leben lang kein Applaus. Eilmeldung. Unveröffentlichtes, brisantes Filmmaterial wurde uns soeben von der Centerleitung des ECE Kapfenbergs zugespielt. Hier kann man sehen, wie ein Einbrecher verschiedenste Geschäfte durchwühlt und wertvolle Produkte entwendet. Jedoch gestaltet sich die Flucht aus dem Einkaufszentrum schwieriger als gedacht. Der Einbrecher wurde bei der Flucht von der Drehtüre gestoppt. Ich habe mich nicht entscheiden können, was ich will. Ich wollte einfach alles haben. Das ist tatsächlich ein Problem. Aufgrund der großartigen Auswahl vom ECE Kapfenberg fällt die Entscheidung, was man will, sehr schwer. Das war's auch schon von Fake News TV. Bis zum nächsten Mal.